Du möchtest einen möglichst tollen Fernseher mit OLED-Panel, 120 Hertz, Gaming-Features und Co. Aber wenn es geht, auch nicht zu teuer? Dann könnte der LG OLED B3 hier die beste Lösung sein. Hallo, hier ist Fitos von HiFi.de und ich versuche mit diesem Video zu klären, für wen der günstige OLED die richtige Wahl ist und vielleicht auch in welcher Größe. Sagt uns gerne, bevor es losgeht, in den Kommentaren, ob es für euch das absolut Beste sein muss oder lieber die gute Mitte für einen viel besseren Preis. Und selbstverständlich freuen wir uns auch über jedes Abo und jeden Daumen nach oben. Wir haben den B3 in 77 Zoll hier. Dieses Testgerät hat die genaue Bezeichnung LG OLED 77B39LA. Es gibt den OLED außerdem noch in 55 und 65 Zoll. Der Fernseher sieht aus wie ein typischer OLED oder eben genau wie sein Vorgänger, der LG B2. Oben sitzt nur das dünne Display, im unteren Bereich wird der Fernseher dicker, um die gesamte Technik unterzubringen. Der Standfuß ist recht platzsparend in der Mitte unter dem Bildschirm angeschraubt und aus stabilem Kunststoff gefertigt. Natürlich kann man den Fernseher auch mit einer gängigen Wandhalterung aufhängen. Leider sind aber gerade die Empfangs- als auch die HDMI-Anschlüsse fürs Gaming nach hinten ausgerichtet, was dann echt unpraktisch ist. Als OLED hat der B3 perfektes Schwarz und somit einen quasi unendlich hohen Kontrast sowie konstant gute Bildqualität, auch wenn man relativ schräg zum Bildschirm sitzt. Man muss nur aufpassen, dass sich keine Lampe oder kein Fenster im Fernseher spiegeln, denn das kann störend sein. Im Filmmaker-Mode kommt der B3 auf ca. 600 Nits Spitzenhelligkeit. Das ist genau der Punkt, in dem eben teurere OLEDs wie ein C3 oder gar ein G3, nur um bei LG zu bleiben, dann eben besser sind, weil sie bei High Dynamic Range brillantere, hellere Highlights darstellen können. Allerdings hat der B3 ein einwandfreies Tone Mapping, wodurch die geringere Spitzenhelligkeit ohne direkten Vergleich kein allzu großer Nachteil mehr ist. Der DCI-P3 Farbraum wird quasi komplett abgedeckt und die Farben sind auch noch äußerst neutral, sodass das menschliche Auge eigentlich keinen Unterschied mehr zur Referenz ausmachen kann. Bei der Darstellung schneller Bewegungen überzeugt das reaktionsschnelle 120 Hz Panel. Zum Beispiel sieht man auch bei scharfen Schwenks beim Fußball immer noch den schnellen Ball ohne Schlieren. LGs Zwischenbildberechnung TrueMotion sorgt für flüssig ablaufende Action und macht dabei nur wenig Artefakte ins Bild. Der OLED bietet eine beeindruckend schnelle Gaming-Performance mit allem, was an Gaming-Features von den neuesten Konsolen überhaupt verlangt werden kann. Inklusive Variable Refresh Rate oder 4K-Auflösung mit 120 Frames per Second und Dolby Vision. Der Spielemodus ist leider etwas zu bunt. Immerhin kann man über das Gaming Overlay schnell noch ein paar Dinge anpassen. Und auch wenn das Bild der Spiele jetzt nicht so farbgetreu ausfällt, wie zum Beispiel bei Panasonic, so ist es immer noch neutraler als bei Philips oder gar bei Samsung. Beim B3 findet man quasi alle Anschlüsse, die man sich wünschen kann. Neben 4 HDMI-Anschlüssen, von denen 2 HDMI 2.1 sind, wovon einer natürlich auch ein Enhanced Audio Return Channel ist, findet man auch die anderen üblichen Verdächtigen inklusive Twin-Tunern für Kabel, Satellit und Antenne. Einen Kopfhörerausgang gibt es nicht, dafür aber Bluetooth als drahtlose Audioverbindung. Was aber der flachen Wandmontage im Weg steht, sind eben die nach hinten gerichteten Anschlüsse, wie eben die HDMI 2.1 Ports. Das smarte Betriebssystem ist das webOS 23 mit einer wirklich großen Auswahl an Streamingdiensten und Apps. Es läuft echt zackig und bietet jetzt eine ordentlichere und übersichtlichere Oberfläche als noch im Vorjahr. Die Bedienung mit der Magic Remote fällt dadurch noch etwas leichter. Als Sprachassistenten gibt es allerdings nur noch Amazons Alexa oder LGs hauseigenes ThinQ, welches auch mit der Zeit dazulernen soll.
Der Sound aus den verbauten Stereo-Lautsprechern ist eher mittelmäßig, auch wenn man den Raum über die Fernbedienung sogar zur Optimierung noch einmessen kann. Es fehlt dem B3 klanglich an Tiefe und bei höheren Lautstärken neigt er zu Verzerrungen. Für eine tolle Heimkino-Atmosphäre braucht man einfach eine Soundbar oder Anlage. Dafür hat der B3 ja auch HDMI EARC und kann sowohl Dolby Atmos als auch DTS:X weiterreichen. Der LG OLED B3 ist ein wirklich guter OLED-Fernseher. Er eignet sich perfekt zum Gaming mit der PlayStation 5 oder Xbox Series X und ist dank DTS auch wieder soundtechnisch perfekt fürs Heimkino mit Surround-Anlage aufgestellt. Okay, er wird nicht so hell wie die High-End-OLEDs, man sieht schon die ein oder andere Spiegelung auf dem Bildschirm und die verbauten Lautsprecher reichen eigentlich nur fürs Nachmittagsprogramm. Aber sind diese Punkte wirklich so schlimm? Ich meine, die Nachteile sind ja zum Teil sogar behebbar. Und man darf den Preis nicht vergessen, denn fürs selbe Budget bekommt man den B3 oft eine Größe größer als die Spitzenmodelle. Und dann ist die fairere Frage eben, ob man zum Beispiel einen 77 Zoll B3 oder eben einen besseren OLED dafür aber nur in 65 Zoll haben möchte. Ich kann mir vorstellen, dass man den B3 im Angebot für echt gute Preise bekommt. 55 Zoll für unter 900, 65 Zoll für 1200 und ja auch 77 Zoll für ca. 2000 Euro halte ich für realistisch. Natürlich ist der B3 jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch teurer, aber ab November, vielleicht an Black Friday oder auch im Dezember können diese Preise realistisch werden. Damit ihr das nicht verpasst, schaut am besten regelmäßig bei uns vorbei. Wenn ihr noch mehr über den LG OLED B3 erfahren wollt, geht am besten direkt über den Link in der Beschreibung auf den ausführlichen Test auf hifi.de. Teilt gerne noch eure Meinung zu Mittelklasse- oder High-End-Geräten unten in den Kommentaren. Ich bin gespannt drauf und sag bis zum nächsten Livestream oder Video. Macht's gut. Ciao.